Kommen wir zum Squatting Calf Raise. Du kannst dich dabei gerne ja, an einem Ergometer oder an einem Squat Rack oder Handelständer festhalten, sodass du eine stabile Position in der Hocke hast. In dieser Position ist es so, dass du dich am Gerät festhältst. Wichtig ist, dass du dich nicht hinten reinlehnst, sondern für die normale Position, aufrechte Position versuchst zu kämpfen. Aus dieser Position ist für dich wichtig, dass du die Bewegung der Ferse hoch zur Decke anstrebst, sodass die Waden maximal angespannt sind und dann langsam über den dicken Zeh wieder die Ferse nach unten hinbringst. Spannung, langsam runter. Dabei arbeitest du immer über die Zehinnenseite nach oben wie auch nach unten. Was nicht passieren soll, ist, dass die Knie im Prinzip hier nach vorne gehen. Du kannst dir vorstellen, dass die Knie auf einer Linie hoch zur Decke arbeiten. Das heißt, wenn die Ferse hochgeht, bleiben auch die Knie genau auf diesem Level. Viel Spaß!